So, vielen Dank. Normalerweise muss man so Vorträge immer mit der Merkel-Raute beginnen, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Aber ich möchte Sie jetzt einmal kurz einbinden. Glauben Sie, dass Sie selbst Verschwörungstheoretiker sind? Ich glaube, dass die meisten jetzt mit Rot, der Herr Fügenschuh sagt ja. Aber glauben Sie an so Verschwörungen wie 9/11 war ein Inside-Job? Schau mal. Ja? Sind Sie ein Impfgegner? Es könnten ein paar mehr sein. Und verschiedenste andere Fragen. Wir haben, wenn man es genau anschaut, ich weiß, man kann es nicht richtig gut lesen, aber ich mache das wie ein Politiker, da kann man die Schautafeln auch nicht sehen. Es gibt verschiedenste Studien in den USA dazu, wie konspirationistisch eigentlich Amerikaner sind. Und das ist ganz extrem. 51% aller Amerikaner glauben, dass Lee Harvey Oswald Kennedy nicht ermordet hat. Jeder zweite Amerikaner glaubt es. Und die ganz Schlimmen sind dann die 13% glauben, Barack Obama war eigentlich der Antichrist. 4% glauben, und das finde ich auch immer sehr erstaunlich, 4% glauben, dass die Reptiloiden die eigentlichen Weltherrscher sind. Das ist ein Thema, das wir eigentlich nicht so richtig in Österreich kennen, aber trotzdem haben wir andere Probleme wie die stichhaltigen Gerüchte. Komme ich später nochmal kurz hin. Wir haben ein großes europäisches Netzwerkprojekt eingeworben, wo sich 170 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Historiker, Literaturwissenschaftler, Physiker sind dabei, Chemiker sind dabei, Psychologen sind dabei, alles Mögliche. Wir beschäftigen uns genau mit diesen Fragestellungen. Warum glaubt jemand an Verschwörungstheorien? Wie wird jemand zum Verschwörungstheoretiker? Ist das ein Thema, das es in der Geschichte schon gegeben hat? Ist das heutzutage ein Thema, das viel stärker und so weiter vorhanden ist? Meine Aufgabe ist eigentlich so etwas. Ich bin eigentlich Historiker. Ich weiß, das können Sie nicht lesen, aber das könnten Sie sonst auch nicht. Beschäftige mich eigentlich mit solchen Dingen. Das heißt, ich schaue mal genau an, faktisch für Fakt im Archiv, wie eigentlich die Leute zu Verschwörungstheorien gekommen sind. Und warum gerade historisch? 1776 ist das entscheidende Wendejahr in Bezug auf das historische Denken von Verschwörungstheorien. Warum? Die Illuminaten in Ingolstadt in Bayern sind gegründet worden. Adam Smith hat in dem Wealth of Nations das erste Mal von der unsichtbaren Hand geschrieben und die amerikanische Revolution ist ausgebrochen. Das ist ein Deutungsmuster, das sich historisch das erste Mal entwickelt hat, das wir bis heute haben. Das heißt, wir können durch diese Verschwörungstheorie, die in der Geschichte entstanden ist, teilweise immer noch Dinge erklären, wie sie heute sind. Freimaurer, Illuminaten, Radikale, Philosophen, dann geht es weiter mit Sozialisten und irgendwann kommen dann zum Juden und Antisemitismus und zum jüdischen Bolschewismus. Und heutzutage könnte man das noch weiterführen, wenn man sagt, George Soros, der ist derjenige angesehen ist, der den großen Austausch organisiert hat, der ein jüdischer Bankier ist, wo alle möglichen Stereotype einfach zusammenpassen. Gleichzeitig ist es so, dass man zu dem Thema nicht immer alles dann aber so ernst nehmen darf, aber wir probieren es zumindest in dieser Art und Weise, wie wir bei dem Projekt vorgehen. Wichtig ist, warum machen wir das überhaupt? Wir haben, wie Sie wahrscheinlich alle mitbekommen haben, wir leben in den sogenannten postfaktischen Zeiten. Was bedeutet ist, wer liegt schöner und wer liegt besser? Es geht nicht mehr so richtig darum, wer den Wahrheitsanspruch hat, sondern wer das besser herumbringt. Und es gibt eine Möglichkeit, die zu diesem Signum dieses Zeitalters dazu passt, das ist der sogenannte Instant-Revisionismus. Menschen, ganz egal, ob sie Ereignisse sind, Zustände sind, Entwicklungen sind, eine berühmte Person ist, können ganz schnell im Internet sich eine eigene Wahrheit zusammenzimmern. Instant-Revisionismus bedeutet ganz, ganz schnell passieren dann so Dinge, dass man sofort zu jedem Ereignis eine Verschwörungstheorie findet. Ich bekomme täglich Hassmails. Hassmails, weil ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und trotz, obwohl ich Historiker bin, die Leute glauben, dass ich mich mit jeder Verschwörungstheorie auskenne. Da stehen Dinge drin wie, haben Sie kein Gewissen? Da stehen Dinge drin wie, Sie wissen überhaupt gar nichts. Und ganz schlimme Dinge sind, ich wurde auch schon als Expertenhure bezeichnet. Was soll man dann darauf sagen? Ja, es ist schwierig, danach mit verschiedensten Leuten in Kontakt zu kommen. Kann auch den Veranstaltern hier passieren, dass sie dann Hassmails bekommen, weil sie mich eingeladen haben. Hoffen wir nicht. Was ist eine Verschwörungstheorie? Ich möchte es nur ganz kurz Sie auch mit diesem Gedanken danach entlassen. Eine Verschwörungstheorie ist eigentlich eine große Erzählung, die den Menschen Sinn geben will, die gleichzeitig aber auch eine Erzählung ist, die dazu führt, dass die Menschen etwas in der Hand haben, was ein anderer nicht hat. Es folgt ganz diesem, ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist eine Verschwörung.
Gleichzeitig sind es drei Grundkonstanten, die dem Ganzen folgen. Nichts ist, wie es scheint. Alles ist miteinander verbunden und es gibt keine Zufälle. Wenn nichts ist, wie es scheint, dann ist alles das, was wir hier machen, immer nicht richtig. Alles immer nicht Realität. Das heißt, es gibt irgendwo dort draußen eine Realität, die wir nicht sehen können. Zweitens, wenn alles miteinander verbunden ist, dann können wir so Dinge zusammenbringen, eben wie jüdischer Bolschewismus oder George Soros, der eigentlich gar kein Ungar ist, sondern in den USA, aber trotzdem im ungarischen Heimatland das ganz große Problem hat. Und wenn es keinen Zufall gibt, dann ist alles immer kausal und immer erklärbar. Und da gibt es überhaupt keine Forschungsfragen mehr, weil die Antwort ist immer dann eine Verschwörung. Es gibt, da habe ich 3 bis 4 ganz, ganz wichtige Fragen, die wir uns als Gesellschaft dann auch stellen müssen und warum das Forschungsprojekt so wichtig ist. Sind wir auf dem Weg, dass Verschwörungstheorien eben kein randständiges Thema mehr ist, sondern dass es mitten in unsere Gesellschaft gekommen ist? Und wenn das so ist, leben wir dann in einer Art von Verschwörungskultur, wo es klar ist, dass es auch Politiker gibt, die von sich aus Verschwörungstheorien verbreiten dürfen? Drittens, was passiert eigentlich, wenn Populisten und Verschwörungstheoretiker an einer Regierung sind? Viertens, wie können wir eigentlich mit Menschen umgehen, die der Wissenschaft nicht mehr glauben wollen, die in diesem postfaktischen Bereich tätig sind? Wie können wir eigentlich diese Menschen wieder einfangen? Und da haben wir mit diesem Europaprojekt, wir schreiben ein großes Handbuch, damit wir auch sehen, was übrig bleibt. Das ist nicht das große Handbuch, das hat knapp 1000 Seiten. Und dieses Handbuch schreiben wir deswegen, um gegen das Postfaktische vorzugehen, erstens. Zweitens, damit wir die Leute überzeugen, dass der Instant-Revisionismus nicht gut ist. Und drittens, damit die Leute dann etwas mehr wissen und weniger glauben.